Und da drin, da proben auch schon die Musiker. Und er ist mittendrin. David Garrett. Ja, ich will wirklich überhaupt nicht stören. Hallo, schön, dass ihr da Hallo. Seid. Hallo. Hallo, David. Hallo. Hi. Also ganz kurz nur. Natürlich. Du weißt ja, heute Abend findet ein Riesenball hier statt. Und ich habe mich gefragt, wie bist du eigentlich auf so einer Party? Findet man dich da als traditionellen Standardtänzer oder bist du gut Mover? Aus. ich würde sagen, bei Two-Step hört bei mir der Tanz auf. Das heißt, so Two-Step? Eher so. Aha, okay. Aber mehr kann ich nicht. Okay. Aber Gott sei Dank, ich muss nicht tanzen. Gut, und du bist eingeladen, das weißt du. Ja, ich weiß. Okay. Du hast jetzt einen Traum erfüllt. Du spielst in dem Kinofilm Der Teufelsberge dein Idol, den Paganini. Richtig, ja. Das ist natürlich eine große Herausforderung gewesen, aber in erster Linie war es mir natürlich wichtig und war ein großer Traum von mir gewesen, die Filmmusik zu schreiben. Ah. Und über dieses Projekt bin ich dann auch in andere Gefilde gestoßen, habe dann auch die Hauptrolle übernommen, aber in erster Linie war es halt wegen der Musik. Und was wir jetzt hören ist? Ist aus dem Film Io ti penso, im Original aus dem vierten Violinkonzert. Aber es hat eine so bezaubernd schöene Melodie, dass wir sie für den Film umgeschrieben haben als Arie. Ja. Aber wir hören sie heute in der Originalversion.